fête. Service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour et au beurre, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez. Das Liebesparadies für zwei mit Kirschen. Mensch, guck mal, ist das süß, wie die Eis essen, oder? Ich war Eis essen mit Marie. Ich war mit ihr Döner essen letztens, das war richtig cool. Döner essen? Kannst du glaubst du immer noch, Döner macht schöner. Ja, und auf Dauer auch schlauer. Wer Döner frisst, der will es. Döner essen besser. Bitte schön mit dir essen. Danke. Die Zeit. Jetzt kann die Pfeife nicht mal bezahlen. Dir dreht sich auch immer nur alles ums Geld, oder? Ich bin mir sicher, dass sie lediglich seine Kreditkarte nicht lesen kann. Ich würde die Rechnung bezahlen. Nachdem Marie von ihrem Date mit Karl zurückgekommen ist, warten sie und ihre Eltern auf den zweiten Kandidaten. Alex, komm rein! Hallo. Komm, das ist Alex. Alex kommt aus Österreich. Hallo. Alex ist ein sehr netter. In Österreich sind ja alle sehr viel netter als in Deutschland. Und daher wünsche ich euch sehr viel Spaß. Hallo. Wo soll es denn hingehen? Ich werde dich entführen. Ich entführe dich ins Freibad. Romantisch! Viel Spaß! Danke! Tschüss! Jetzt geht er mit ihr ins Freibad. Der will doch nur ihre Titten sehen, der Penner. Ja, die hat aber auch nicht schön. Doch, hört sie von mir. Oder von mir. Wenn du mich wählen würdest, wäre schon anders. Auf alle Fälle. Inwiefern? Naja, ich gehe halt auf die Frauen ein. Ah. Glaube, sie zu verstehen. Und mal ganz ehrlich, Manieren habe ich auch. Der ist aber auch ein Süßer, mein Gott. Die verstehen sich richtig gut, wa, Papa? Die verstehen sich richtig gut. Ich merke es förmlich, wie es knistert. Das stimmt nicht, lieber. Was knistert denn da? Merkst du denn? Das stimmt alles! Das stimmt, Janusz, guck ihn dir doch mal an. Ja, auf welchen Fernseher guckst du denn? Sieht gut aus, was willst du denn? Also, Sportlichkeit ist mir sehr wichtig bei einem Mann. Und deswegen würde ich gerne mal sehen, wie gut du vom Block springen kannst. Da gibt's noch was ich sagen muss. Also, aufsetzen ist okay, aber runterspringen geht nicht. Also, das ist schon, das geht nicht. Ich kann einfach nicht. Jetzt traut er sich nicht mal vom Startblock zu springen. Setz dich zum Draufgänger! Und er kann mich nicht, er will nur nicht. Außerdem will er die anderen Gäste nicht belästigen. Ja, glaube ich auch. Ey, wisst ihr was, du kannst mich so richtig an, wie kommen wir jetzt hier? Guck mal. Er hat sich die Macht. Jetzt, der Vertrag! Der Vertrag! Der Vertrag! Jetzt! Der Vertrag! Der Vertrag! Jetzt! Hans! Wir müssen reden. Was willst du denn? Es geht um Marie. Und du? Ich bin nicht einverstanden, dass du mit ihr zusammen bist. Das ist mir relativ scheißegal. Und jetzt zisch ab. Lass mich mein Bier weiter trinken. Pass auf. Erstens ist die Flasche schon lange leer. Und zweitens will ich dir was sagen. Und dann bin ich gespannt, ob es dir immer noch egal ist. Gib dir einen Handel vorzuschlagen. Ich gebe dir 100 Gulden und du sagst Marie. 100 Gulden? 100 Gulden. Das ist ja viel zu wenig. Hast du eine Vorstellung davon, wie viel 100 Gulden sind? Wenig. 100 Gulden, 10.000 Euro, 5.000 Döner. Was geht? 5.000 Döner, das habe ich ja in 2 Wochen weg. In 2 Wochen weg, okay. 200 Gulden. 200 Gulden? Mhm. Viel zu wenig und jetzt zischt er mir endlich ab hier. Viel zu wenig. Hans unter uns, die Marie. So hübsch ist sie nur auch nicht. Findest sogar du eine bessere. Ja, aber ich kann doch echt mehr Geld hier abziehen sollen, nein. 300 Gulden. Und das ist mein letztes Wort. Und wenn du auf diesen Handel nicht eingehst, dann ziehe ich andere Seiten auf. 300 Gulden? Ja, bar auf der Hand. Bin ich dabei, ihr Gangster-Shit. Wen soll ich denn bloß nehmen? Alex? Oder Karl? Oder bleibe ich doch bei Hans? Marie? Geht es dir gut? Mhm. Wir müssen dir leider was sagen. Hans! Was ist mit ihm? Er hat dich verkauft. Nein. Wie? Für Geld? Nein.
Wieso tut er denn sowas? Das ist doch nicht so schlimm. Nö. Da gibt es doch noch zwei andere schöne Kandidaten. Ja, stimmt. Zum Beispiel den Alex. Oder den Karl. Oder den Alex. Also. Oder den Karl. Oder den Alex. Oder den Alex. Oder den Karl. Ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen. Sie nicht, Hans? Ich bin jetzt soweit, es den anderen zu sagen. Nun ist es Zeit für meine Entscheidung. Karl, ich mag dich wirklich sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie der Zukunft hätte mit uns. Und ich glaube, meine Entscheidung fällt auf Alex. Nun meinetwegen, nehmt meinen Vater Segen. We have all the time in the world, time enough for life. To unfold all the precious things love has in store. Ja, krass, der Film ist aus. Ich zähle bis drei, wenn ich die Augen aufmache, bist du weg, ansonsten knallt. Eins, zwei, zweieinhalb, drei. Peng, hau ab jetzt! Hier! Gibt's überhaupt nichts zu lachen! Du guckst nur so hässlich. Was ist er? Und unsere Tochter Marie, die ist Deutsche. Die ist scheiße, Mann. Hallo, ich bin der Hannes. Arbeite in einer Knopffabrik. Außerdem sind es Athleten und keine Stampfer. Alter, Füße. Kannst du schon krasse Hackenschuhe tragen? Außerdem Stampfer. Kartoffelstampfer. Ja, du sei mal ganz still, sonst verpasse ich dir noch gleich ein zweites Blaue auf. Yeah!